Geht schon Richtung Endspurt. So. Na, ist schon ganz ordentlich. Fahren da. Haben wir noch. Na, ich meine, die Spuren, die ich verpusht habe. Ach so. Ja. Warum liegt am Ausbilden? Kommen wir dann gleich zum Neichenfeld. Oder soll ich das hier zuerst alles einsammeln? Ist eigentlich wurscht. Also muss ich dich korrigieren. Ja. Erst wenn es ausgeworfen ist, fängt es wieder bei Null an. Losfahren kann man aber schon früher, glaube Nein. ich. Erst bei Null, wenn der Ball draußen ist. Na, wenn er anfängt zum Wickeln, er fängt eine Zeit lang an zum Wickeln. Yay, aber dann ist er schon draußen. Schon losfahren. Ach so, so meinst du das? Für mich ist er draußen, wenn er ganz draußen ist. Oh. Na gut, dann dauert es ja viel länger. Man ja, wenn er aus der Presse draußen ist. Ach so. So, einmal hin und einmal her, da ist das Feld fertig gemäht. Gras, Gras, wir machen Gras, Gras, türlich, türlich, sicher dicker, Gras, Gras. Es müsste so ein Landwirtschaftssimulator im GTA-Stil geben. GTA-Stil. So was zu Drogen anbauen kannst und so. Oh. Ich wäre froh, wenn mal ein Drogen. neues GTA kommt. Ja. Okay, da muss ich doch noch zweimal hin und her fahren. Oder dreimal. Dann gebe ich 2026, ne? 26 jetzt doch. Angeblich. Oder hat sich das jetzt wieder geändert? Hast du das gelesen? Wenn ich da jetzt sage im Internet, ist das nicht sehr aussagekräftig, ne? Aber jeden Tag doch was anderes.
Aber gestern war noch so sicher von 24. Indiz ist, wenn sie in der Online-Welt halt nichts mehr machen, dann. Machen sie ja nichts mehr. Kommen keine neuen Sachen mehr? Nein. Ah, okay. Also eins kommt noch, aber da haben sie schon gesagt, das ist das letzte. Ah ja. Oder ist schon, weiß ich jetzt nicht. Bin jetzt nicht mehr so up to date. Aber finde ich, ist halt auch kein großes Indiz, weil wir das sind ja nicht so packenden Neuerungen immer. Ja schon, aber auch da müssen sie Arbeit reinstecken und Ressourcen. Hast du eigentlich den Leak gehört zu Modern Warfare 3? Welchen? Dass das Verdansk-Stadion dabei ist? Ja, angeblich ganz Verdansk soll zurückkommen. Sogar in Warzone angeblich. Ja, soll das Warzone-Karte kommen. Also dann, glaube ich, fange ich Warzone wieder an. Mann, bringt mich auch nichts. Nicht? Nicht einmal für Verdansk? Nein. Ändert ja nichts, dass das generell das Spiel dann mir keinen Spaß macht, wenn man eine neue Karte ist. Und du kannst ja die ganzen Waffen und so mitnehmen von 2er in 3er Teil. Ja gut, wie viel hast du aber gespielt in 2er Teil, dass dir das was nutzt? Na, mir nutzt das eh nichts. Ja eben, mir auch nicht. Ich habe ihn ja auch fast nicht gespielt. Hätten schon vom 1 in 2 machen sollen, da hätte ich mehr davon gehabt. Bei einem Rambo-Skin und so. Was Skins weiß ich nicht. Aber oh ja, Skins. Waffen und Skins. Skins. Ja, Waffen war ja logisch, dass übernommen wird. So wie in jedem Warzone, dass wenn ein neues Warzone kommen, werden die alten Waffen auch reingenommen. Ja, aber dass sie angeblich gelevelt kommen. So ja, war ja auch immer. War auch immer? Sicher, wir haben ja die Cold War-Phasen wir jetzt auch noch gelevelt gehabt. Dann in dem Caldera. Ah, stimmt. Nichts Neues, aber die Skins kannst du jetzt mitnehmen. So, ich glaube 46 haben wir jetzt gekauft, oder? Aber wie gesagt, ich stelle ja generell das Spiel an sich, das Gameplay und das. Und dass man Waffen leveln muss und sowas. Nicht jetzt an der Karte, so an sich, weil ich fand die Al-Masra-Karte, die Wüstenkarte auch nicht so schlecht. Mit diesen alten Karten von MW2 und Black Ops und so eingebaut. Ich fand die nicht so schlecht. Oder DMZ fand ich auch nicht so schlecht. Ja, das habe ich leider viel zu wenig gespielt. Was ist jetzt? DMZ ist dann auch diese neue Karte jetzt geworden, diese Rondelle oder wie heißt? Mhm. Und so ist es dann nicht halt bei Dansk DMZ, das macht ja dann auch keinen Spaß, jetzt mal von einer anderen Karte irgendwas. Was meinst du? Ja, jetzt musst du dich immer auf eine neue Karte eingewöhnen dann. Jetzt weißt du, wo die ganzen Verstecke sind in DMZ zum Beispiel, wo die gute Loot ist. Mhm. Wo du was kriegst und jetzt hast du eine neue Karte dann. Bam, kannst wieder alles suchen gehen. Also ich bleib bei meinem Fortnite. Weil, wie gesagt, nur Verdansk, ja, ist cool, keine Frage, aber waren halt auch die Waffen und so, was du Spaß gemacht haben und so. Nicht jetzt nur die Karte oder das
Rutschen und was so, das ganze Gameplay einfach. Alles klar, ich finde, Verdansk war die beste Karte. Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber nur wegen der Karte spiele ich das nicht. Also, allein wieder die Energie, diese Waffen hochzuleveln, ist schon wieder. Was ich keine Lust habe. Das heißt, du musst dir wieder MW3 holen, weißt du, Mann? Ja, das stimmt. Sonst hast du wieder keine Chance. Ungelevelte Waffen, keine Aufsätze, gar nichts. Hast du einmal mit dem Skin dann auch gespielt im Fortnite, oder? Freigeschalten. Ja, habe ich auch gespielt. Aber ich glaube, Season ist eh noch eine Woche oder so. Ich glaube, bis 22. oder so. Oder 28. Irgendwann August ist es aus. Ja, aber gespielt habe ich schon damit. Aber bis der ein, zwei Wochen nicht gespielt, schon erste Übung wieder. Ja. Wie auch in Call of Duty. Auch wenn du wieder Call of Duty spielen würdest. Will ich auch noch die Schnauze kriegen. '26 oder '25 kommt die neue Season. Was? August. Achso. Da verändern sie die Karte auch, glaube ich. Immer. Gell? Sie verändern immer die Karte. Komplett pro Season oder? Nein. Immer nur ein bisschen. Immer nur ein bisschen. Zum Beispiel dieses ganze Dschungelzeug war letztes Mal nicht. Ah, okay. Der Dschungel ist quasi neu gewesen jetzt. Davor war dort überall Davos. Da waren die ganzen Sturmtruppler unterwegs. Wo jetzt der Dschungel ist, war früher quasi. Der Dschungel ist ja unten, das ist quasi jetzt ein Krater. Das ist aufgebrochen und überall waren so Risse und da haben die das untersucht, die Sturmtruppler. Ah, okay. Wo diese Risse herkommen. Und dann kam der Dschungel. Nämlich viel interessanter, weil ich immer dachte, ich werde zwar nicht so intensiv jetzt mehr, sag ich mal hinterweil. Und dann kommt Verdansk und jetzt sagt der Spieler Verdansk und Fortnite. Aber Fortnite möchte ich dabei bleiben auch ein bisschen. Ich habe noch gar nichts gelesen, was kommen wird. Und Fortnite kenne ich mich jetzt auch schon ziemlich gut aus, wobei sie haben jetzt auch diese Gehilfen, was du da rekrutieren kannst, haben sie jetzt auch schon teilweise, dass die nicht mehr dort spawnen, wo sie waren. Oder nicht gleich oder nicht immer. Und jetzt verlierst du auch deine Bahn, die du hast. Die Bahn hast du ja immer mitgenommen von Spiel zu Spiel. Und die verliert man jetzt gefühlsmäßig. Kann ich aber nicht glauben. Also das war mir ganz neu, dass man die von Runde zu Runde jetzt sammelt. Was aber dann alles viel zu teuer, ja. Da ist ja nie so viel in der Runde. Aber ja, hätte nicht gedacht, dass mich Fortnite wirklich dann so rüberzieht. Dann ja. Klar, es war ein bisschen der Einstieg, dass ich den Optimus-Skin wollte. Ja, war schon. Aber trotzdem ist es so einfach. Man macht mehr Kills, man hat mehr zu tun, es ist mehr Abwechslung. Mehr Möglichkeiten, ja. Ja, genau, und das würde mir Verdansk auch nicht zurückgeben, weißt du, man. Ich würde die gleiche Anzahl an Kills machen, ich würde genauso wenig zu tun haben. Das Einzige, ich müsste Waffen leveln. Was ich sehe, die Waffen ändern sich auch immer in Fortnite. Das heißt, es gibt nie so eine richtige Meta. Das habe ich gesehen, Alter. Oh ja, es gibt schon eine Meta. Bist du deppert?
Das ist irgend so eine Strahlenkanone, oder wenn die dich trifft, oder. Gut, aber das sind so diese Spezialmoves. Das war so wie. So wie die Optimus-Kanone. Genau. Das sind halt dabei, aber das ist jetzt nicht. Also, so das Mega-Ding, du musst halt auch umgehen können damit. Also auch. Mhm. Wie die Laserschwerter, wie die waren, aber da warst du ja noch nicht dabei. Na, da war ich noch nicht dabei. Da sind die stark, aber. Es gibt da meistens so viele, dass jeder sie haben könnte. Mhm. Oder du könntest sie finden. Es ist nicht so, dass es nur einmal im Spiel gibt. Und es ist ja dann auch meistens nicht ewig drinnen. Viele benutzen es auch gar nicht, das Mausbrunchen. Ja. Es gab auch, ich meine, kannst du Dragon Ball? Bitte? Kennst du Dragon Ball? Das Spiel nicht. Na, nicht das Spiel, so generell Dragon Ball. Ja. Dieses Kamehameha? Das sagt mir jetzt nichts. Das ist so eine Spezialattacke. Mhm. Er macht dann Kamehameha und wirft dann Feuerball auf dich. Und das hat es auch gegeben in Fortnite. Ah, okay. Dann bist du in die Luft gestiegen, hast Kamehameha und hast dann Feuerball. Der Feuerball, wenn er dich direkt getroffen hat, warst du sofort instant tot. Okay. Aber der Nachteil ist halt wieder, während du in die Luft gestiegen bist, konnten nicht die Gegner abschießen. Das heißt, wenn er ein gutes Ziel hatte, hat er dich schon, bevor du Kame gesagt hast, schon Hunden gehabt. Ja. Was halt geil ist, in Fortnite kann man sich, finde ich, viel geiler einmischen. Weil das ist mir in Call of Duty noch nie, habe ich das geschafft, wenn zwei miteinander gefightet haben, dass ich beide geholt habe, ja. Wirklich, ich habe zwar gesehen, sie bekriegen sich, aber ich habe dann wirklich auch drauf geschossen, habe den einen down geschossen und dann den anderen. Weil ich weiß, ich hab gewusst, die fighten schon, die haben nicht mehr so viel volle Rüstung, ja. Aber trotzdem, ich habe dann beide holen können. Aber sie, ich höre jetzt raus, dass du vorhin einen Spaß machst, ja? Ja. Warum willst du dann mit COD zum Beispiel beginnen dann? Also das. So Nostalgie quasi. Wegen Verdansk. Warte, wie lange du wusstest. Wenn ich daran überlege, Verdansk. Ja, einen Abend. Verdansk, glaube ich. Werden immer noch Videos jetzt veröffentlicht. Nein, Kaldera ist jetzt da. Ja, aber die Good Games werden immer noch von Verdansk veröffentlicht. So meine ich das. Und da war jetzt dann auch noch die 80er Verdansk Quest. Und es wird noch die Original Verdansk veröffentlicht und die 80er. Weißt du, also das haben wir wirklich so hart gesucht. Aber du bist doch gar nicht bei den 80er, oder was? Oh ja, die tue ich parallel. Normal und 80er. Mhm. Ja gut, Cold War haben ja wirklich das ganze Jahr gespielt. Ja. Und wirklich so hart gesuchtet. Also. Drum, wenn die Map rauskommt, würde ich gerne schon einmal einen Abend noch rein investieren und schauen, wie es jetzt ist. Bitte? Ergebe ich dir nicht. Ah, weißt du, ich habe so viele Chancen schon in COD reingesteckt, habe ich auch wirklich voll. Das heißt, du holst das quasi wirklich gar nicht mehr. Nein. Aber. Ich denke, weißt du, weil ich seitdem ich wirklich so nebenbei Fortnite spiele, aktiv bei Fortnite geblieben, was ich mir das schon alles quasi ans Kinn so oder so erarbeitet hätte. Ja? Mhm. Stimmt. Weil oft gesehen habe ich dann auch mehr in COD dann nebenbei was anderes. Das heißt, ich habe. Von den 10 Seasons, wo ich jetzt dabei bin, dreimal, also jetzt die letzten zwei und einmal dazwischen habe ich den Battle Pass bei Spider-Man habe ich dann voll gekriegt. Mhm. Aber weißt du, es hätte geben, Darth Vader, Luke Skywalker, Dr. Strange hat es geben, also die hätte ich auch alle quasi easy haben können. Ja. Und ich finde halt, in solchen Sachen schlägt halt meilenweit Fortnite für die, weil wie gesagt, du musst nicht jedes Jahr ein neues kaufen, das ist gratis. Ja, das ist schon seit 2017 eigentlich. Was? Oder seit wann gibt's Fortnite? Ja, sowas ungefähr. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber seitdem gibt's immer wieder Skins, geile Season, Änderungen, Waffen.
Abwechslung, es wird nie langweilig. Ja, vor allem, weil sie die Map immer umbauen auch. Ja. Natürlich gibt es dann die alte nicht, oder? Ist ärgerlich, wenn es dann irgendeinen Ort gibt, der dir gefallen hat, aber den gibt es dann nicht mehr, aber den ist dann wieder ein bisschen vergessen wieder. Gibt so viele andere neue. Ja. Wir haben zu viele Spiele. Ja, stimmt. F1 war halt quasi noch immer ein Fehler. Es macht unglaublich Spaß und ich möchte es auch nicht beenden, aber es war trotzdem ruhig gesehen ein Fehler zu beginnen. Von der Zeit her, ja. Ja. Weil ich sage, ich wäre auch nicht abgeneigt, mit dir Fortnite zu spielen, was ja auch so ein Abend. So wie damals Verdansk. Oder generell Warzone, aber. Wann? Das Problem ist halt auch, dass wir FIFA als Langzeitprojekt haben und immer wieder darauf zurückkommen und so weiter. Also nicht Problem Gut, aber das ist jetzt. ja nur ein Spiel, weißt du, Mann. Ja, eh. Aber jetzt haben wir Formel 1 und das ist jetzt ein Langzeitprojekt, weißt du, Mann. Gut, ist FIFA auch. Ja, aber wir haben jetzt dann zwei, weißt du, Mann. Ja. Wenn du eins hast, das du mal unterbrichst, so wie jetzt, ja, dann fangst du halt in einem halben Monat wieder an. Ja? Ja. Bin gespannt, ob wir in einem halben Monat dort wieder zurückkommen. FIFA? Ja. Warum nicht? So wie wir jetzt gehypt sind. Ja gut, aber in einem halben Monat kann man dann auch so ein bisschen nebeneinander spielen, getrennt spielen, was man. Weil du hast dann so Ja, viel stimmt. schon. Das kommt mir eben wieder nicht entgegen, weißt du? Das getrennt spielen dann. Ja gut, da muss ich entscheiden, wo der halb mehr hinzieht. Ja. Darum bin ich jetzt eben auch vorsichtig mit Euro Truck Simulator wegen Veröffentlichen und so weiter. Weil ich eben nicht weiß, wie oft komme ich jetzt dann da dazu. Um die Steine bin ich da sehr geschissen gefahren, das sage ich gleich. Hast du dann? Okay. Hast du noch vier? Ich habe jetzt einmal gemacht 46er die große Seite und dann fehlt noch die kleinere drüben.